Moin Freunde, an der Stelle solltet ihr jetzt eigentlich den dritten Teil Road to Mastery sehen. Thema wird sein Mobbing in meiner Ausbildung, was ich in meiner Ausbildung erlebt habe, warum ich meinen Ausbildungsplatz kurz vor Ende wechseln musste. Und viele von euch haben mir eine Nachricht geschrieben, dass sie das interessieren würde, wieso die Ausbildung ablief, was ich da gemacht habe. Und viele von euch haben auch darüber geschrieben, wie viele Probleme sie dabei haben. Und ich feiere diese Serie jetzt nach der zweiten Folge schon sehr und anscheinend ist es auch etwas, was euch so im Leben ein bisschen hilft. Wir können das Ganze halt ein bisschen mit dem Game verbinden. Das heißt, ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ihr die Serie auch weiter supportet. Aber ich habe ein Upsi gemacht. Und nachdem sie Shipment aus der Modern Warfare 2 Playlist rausgenommen haben, weil sie absolut beknackt sind, ist Folgendes passiert. Wie die Vögel auf der Stange. Gut, wir haben B. Ja, DJ, nimm nur alles ein. So, ihr wollt spielen mit denen? Hä? Nein, was? Was? Und da ich Trottel vergessen habe, dass ich für die Road to Mastery Serie vielleicht auch MW2 brauche, lade ich es jetzt gerade wieder runter. Das heißt, ihr kriegt jetzt sozusagen das Road to Mastery Video, was sonst freitags kommt, morgen, wenn ihr das hier seht, aber heute trotzdem Content. Und zwar Season 2 und Ghost of Hope, den ihr auf Twitter unbedingt mal folgen solltet, ist einer der, finde ich, unterhaltsamsten, besten Call of Duty Leaker, die wir haben. Hat über die Dinge gesprochen und Images gezeigt, die von Activision auf Twitter copystriked worden sind. Was in Season 2 jetzt reinkommt, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind bei einem Downfall von 74.000 Spielern auf Steam aktuell. Von 488.000 Spielern. Das heißt, dieses Game ist so hart am Sterben. Es stirbt schneller von den Spielerzahlen und von dem prozentualen Abstieg als Vanguard, was wirklich eine Leistung ist. Denn dieses Game hier ist ja nun wirklich absolut darauf ausgelegt, dass Casual-Player, die zwischendurch mal spielen, extrem viel Fun haben sollten. Was Infinity Ward natürlich nicht bedacht hat, ist, dass Casual-Spieler ein Attribut haben, und zwar: Sie spielen etwas, was ihnen eine Zeit lang gefällt, und dann switchen sie zum nächsten Game. Es sind keine Hardcore-Gamer. Und ich weiß, ihr habt euch jetzt sehr darüber aufgeregt, dass ich da öfter mal sage Familienväter. Ich bin selber Vater. Es ist ein Synonym, es ist ein Witz, es ist nicht persönlich gemeint. Und wenn irgendeiner von euch Vater ist und MW2 spielt, dann nehmt es nicht persönlich. Es ist wie der Begriff Sentinel. Mein Name ist Sentinel Shappy. Außerdem, Leute, ich kann mich über keine Menschen witzig machen oder lustig machen. Mein Vorname ist Kevin. Was jetzt in Season 2 aber kommt, ist, und oder ich sage euch erstmal, was nicht kommt. Wir werden keine Stats bekommen. Die Stats für Warzone, die Rangliste für MW2 sind immer noch nicht verfügbar. Und ich kann euch nicht erklären, warum. Es ist für mich ein Grad der Unfähigkeit, dass ich mittlerweile nicht mehr das Gefühl habe, dass es alles aus Versehen passiert, sondern dass da irgendein Matrix-Plan hintersteht, den ich einfach nicht überblicken kann. Übrigens im Hintergrund, weil ich jetzt ja leider kein Live-Gameplay für euch machen konnte, seht ihr meine letzte Shipment-Duke mit der TAC-V. Kein Reverse-Boosted gewesen, einfach nur eine Party mit Zuschauern, kein Neffen-Account, kein gar nichts. Also es geht, aber bevor jetzt irgendjemand sagt, wir spielen Bot-Lobbys oder sowas, ihr könnt gerne im Twitch-Stream vorbeischauen. Die Lobbys auf Shipment sind absolut bodenlos, aber von 100 Lobbys, die wir starten, gehe ich aus 20 raus. 20 sind scheiße, 20 sind normal und 20 sind halbwegs gut. Das ist keine geile Erfahrung, aber ich mache die Mastery fertig und bin ich mit MW2 auch fertig. Nur für euch zur Unterhaltung, ein bisschen ist nicht das schnellste Gameplay, aber die Nuke ist die Nuke. Wir kriegen keine Stats, keine Warzone-Stats. Es soll angeblich tatsächlich 2 gegen 2 Gunfight kommen, was viele von euch in MW19 gefeiert haben. Das Problem, was ich sehe, ist, es ist wieder ein weiterer Modus neben 15 anderen Modi, der mit reinkommt, der wieder Bugs haben wird. Und es nimmt wieder Entwicklungszeit von den Sachen, die wichtig sind. Und das sind Gameplay-Entscheidungen, Content, der neu ist, nicht aufgewärmte Sachen, wie wir das jetzt schon seit der ersten Season eigentlich sehen. Wird aber kommen, das heißt, ich weiß auch nicht, wie viele Maps davon, gibt es auch keine Info. Update, Release ist 1. Februar mit Season Update. Mit Season Update ist 1. März, was für mich bedeutet, dass wir diesmal keine 3 Monate oder länger Season haben, sondern ich vermute 2 Monate. 1. Februar, Start Season 2, 1. März, Start Mid-Season, 1. April, Start Season 3. Das ist aktuell meine Vorstellung davon.
Ich vermute, dass wir das jetzt noch mit drei weiteren Seasons bekommen und dann zum Ende des Jahres 23 auch das DLC-Pack bekommen, was wahrscheinlich 70 Euro kosten wird und Nostalgic MW2-Maps haben wird, High-Rise Terminal etc. Was ehrlich gesagt ziemlich frech ist, denn der Content, den wir bisher haben, ist eigentlich bei null und die ganzen Maps sind ja in Warzone 2 schon drin. Also warum kriegen wir es nicht einfach? Für einige von euch, Familienväter, es ist ein Spaß, Leute, wird es jetzt ganz cool und ich habe den auch gefeiert zum Waffenleveln, was ich jetzt nicht mehr brauche, aber vielleicht für euch, und zwar Plunder wird wiederkommen in Warzone. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass mit den aktuellen Mechaniken Plunder sich wirklich gut spielt, allerdings wird es zu Season 2 zum Beginn der Season am 1. Februar verfügbar sein und wird in dieser Rotation sein von Modis, die sie in Warzone 2 reinnehmen und rausnehmen. Verstehe ich auch nicht ganz, warum man dann dauernd irgendwelche Modi so wie Third Person Warzone rausnimmt, um es 4 Wochen später wieder reinzuschieben, aber irgendein Plan geht davor, den ich einfach nicht nachvollziehen kann. Es ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir Rebirth Resurgence tatsächlich bekommen. Rebirth-Karte an sich, die alte natürlich nicht, sondern eine neue Resurgence-Karte. Die geht schon seit ein paar Wochen geleakt immer mal über Twitter und Reddit umher und Activision ist fleißig dabei, das zu Copyright-Striken. Was sie bisher nicht kapiert haben, jedes Mal, wenn sie irgendwas Copyright-Striken, wissen viele Leute automatisch, okay, da ist was dran. Bei all den Sachen, die einfach verharmlost irgendwo bei Twitter rumliegen, wo jemand sagt, das ist auf jeden Fall das und die nicht gecopyright-striked werden, ist es meistens so, dass die Sachen auch gar nicht im Game sind oder gar nicht reinkommen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Resurgence, obwohl es ein Modus ist, den ich auf Rebirth echt gefeiert habe, auch nur annähernd, auch wirklich nur annähernd erfolgreich sein könnte. Das Movement-System, was wir haben, ist grotesk langsam, was für Rebirth, Wiederauferstehung wirklich nicht gut ist. Es gibt das Zwei-Platten-System, das heißt, ihr müsst erst eine dritte Plattenweste finden, damit ihr drei Platten ausrüsten könnt, was bedeutet, bei der Time-to-Kill, die absurd ist in Warzone 2, wirklich absurd, sind all diese Mechanismen, die wir haben, die Rebirth gut spielbar gemacht haben, und da rede ich gar nicht von Stims, die euch gepusht haben oder so, oder Slide-Canceln, funktioniert beides ja nicht, da sehe ich überhaupt nicht, wie dieser Game-Modus auch nur annähernd an das rankommen kann, was wir hatten, und es sieht für mich sehr danach aus, als wenn Folgendes dieses Jahr passieren wird. Die werden sich jetzt bei Spielerzahlen 74.000 Leute auf Steam von 488.000, sie werden sich zusammensetzen, Activision wird einen Investor Call haben, wird sich erklären müssen, denn sie haben viel Geld am Anfang verdient mit den Verkäufen von MW2, haben BO2 Verkaufszahlen geschlagen, aber, und jetzt kommt das große Aber, danach kam nichts mehr. Der Shop sieht total schwachsinnig aus. Die Shop-Zahlen kann ich mir nicht vorstellen, dass die hoch sind. Das meiste werden sie noch mit dem CDL-Skin verdient haben. Ich habe das Gefühl, dass wir auf ein Change of Plans hinauslaufen und Treyarch zum Ende des Jahres 23 oder sehr früh Anfang des Jahres 24 den neuen Black Ops 5 oder Black Ops 6 Teil releasen werden müssen. Mal wieder gezwungenermaßen früher als geplant. Denn MW2 und Warzone 2 im aktuellen Stand, so wie es aussieht, ohne dass hier riesige Entscheidungen gefällt werden, die das Game ändern, was noch nie passiert ist, wird nicht mal bis Ende des 23, also nicht mal bis Ende diesen Jahres, auch nur annähernd halten. Wir bekommen Gun Game in MW2, das heißt Waffenspiel. Ein Party-Modus von, ich glaube, 8, die wir haben könnten. Finde ich ganz cool. Ich mag Waffenspiel. Es ist witzig. Man kann da ein, zwei Videos drüber machen. Allerdings muss man auch hier fragen, warum wir nur einen Party-Modus bekommen. Wir bekommen 2 bzw. 3 neue Maps. Neue. Eine davon ist Castle. Wir wissen, dass sie Castle heißt. Allerdings gibt es 2 verschiedene Images. Eine zeigt eine Castle-ähnliche Map von oben, die wir in World at War und in Vanguard bereits hatten. Würde zu Infinity Ward passen, wenn wir wieder eine Remake-Map bekommen. Die zweite Map ist noch nicht geleakt worden, aber zu jeder Season war es bisher so, dass wir eben 2 neue Maps bekommen haben, bis auf Season 1, was ein Rohrkrepierer war anscheinend. Das heißt, da müssen wir abwarten, wie die aussehen. Da wird wahrscheinlich, weil wir jetzt noch 2,5 Wochen bis zum Release-Datum haben, no später eine Info kommen. Wir werden eine neue Spec Ops Mission bekommen, das ist jetzt für mich relativ uninteressant, aber für einige von euch, die gerne Spec Ops spielen, ihr kriegt eine neue Spec Ops Mission und es wird von den Raids, die jetzt ja gerade mit dem Mid-Season Update neu reingekommen sind, eine neue Raid-Episode geben, die heißt dann Raid V2. Das ist aktuell der Plan, den sie für den Content haben, dazu kriegen wir wieder 4 verschiedene Waffen. 2 von den Waffen werden direkt zum Battle Pass sozusagen rausgehauen, eine Waffe wird zum Mid-Season-Update rausgehauen und eine Waffe wird wahrscheinlich relativ so eine Woche nach Release von Season 2 kommen. Wir wissen, dass eins davon der Crossbow ist.
Durch neue Aufsätze für Shotguns, die man nicht freispielen kann, wissen wir, dass eine Shotgun dabei ist. Ich gehe davon aus, eine Vollauto-Shotgun. Wenig Reichweite, hoher Schaden, kurze Distanz. Wäre perfekt für Shipment, was sie rausgenommen haben. Und ich gehe davon aus, weil wir auch Aufsätze auf einem der Sturmgewehre gefunden haben, die man auch nicht auswählen kann, dass mindestens ein Sturmgewehr mit dabei ist. Natürlich bekommen wir auch einen neuen Battle Pass, so wie wir den jetzt haben. Und das Level Cap wird bei 250, wenn ihr Level 250 seid, weitergehen bis 500 in der neuen Season. Beendet ihr die Season 1 bei Level 81 zum Beispiel, könnt ihr von 81 einfach weiterleveln. Das heißt, ihr verliert und verpasst keine Ränge in dem Sinne. Etwas, was vielen von euch fehlt, ist ja ein richtiger Ranked-Modus. Und ich weiß auch hier nicht, warum das schon wieder so lange dauert, warum wir schon nach 3 Monaten im Game immer noch nicht weiter sind. Es gibt ja nun seit 4 Wochen diesen CDL-Moshpit-Modus, der nicht wirklich geil ist. Ranked soll ja von Treyarch entwickelt werden und es wird, das sind nur Gerüchte, ist nicht bestätigt, mit Season 2 rauskommen. Ich hoffe es, denn ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass wenn Mastery durch ist, ich allerhöchstens noch den Ranked-Modus das allererste Mal wirklich durchgrinde, um zu gucken, wie gut ich wirklich bin. Aber ansonsten bietet dieses Game Warzone 2 außer Nukes gar nichts, um ehrlich zu sein, und Modern Warfare 2 in dem Fall auch nicht mehr. Und ich bin auch tatsächlich am Überlegen, ob ich für meine Streams in Zukunft mich auf andere Games für dieses Jahr jetzt fokussiere, denn ich finde einfach, dass MW2 und Warzone 2 vom Content und von der Liebe für die Spieler das wahrscheinlich schlechteste Call of Duty aller Zeiten ist, aktuell. Und das sagt was, denn wir haben Vanguard gehabt, was ja wirklich absolut schlimm war. Leute, wenn es ganz, ganz neue Infos gibt oder Images, die wir zeigen können oder ich zeigen kann, werde ich euch natürlich informieren. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ihr die Road to Mastery Folge jetzt morgen erst bekommt. Wird Samstag 15 Uhr online gehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr ein Like da lasst. Ist das gleiche eigentlich. Ein Kommentar, was ihr von der neuen Season erwartet. Vor allen Dingen, was ihr davon haltet, wie wenig wir bekommen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wir sind ganz, ganz kurz vor 20.000 Abonnenten. Ich meine, wie cool ist das denn, eine 2 da vorne zu haben? Dann lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ich bin raus.